Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Wir haben heute Großes vor, denn wir verlassen zum ersten Mal unser Heimatplanetensystem. Und ja, ich würde sagen, haben wir eigentlich noch eine Quest offen? Looking good and dressing well. Contributing to society? Was? Ah, genau, das müssen wir auch noch. Da kriegen wir eine Tech. Da nix wie hin, Alter. Da verzögert sich das leider nochmal. Oder, weißt du was? Gentle Star, Fiery Star, Eccentric Star, Gentle Star. Ich glaube, die Fiery Stars und die Radioactive Stars und die Eccentric Stars, was sind denn das für welche? Da ist noch ein Mond. Ja, toll. Da. Ne, ich gehe jetzt zum nächsten Gentle Star. Epsilon. Delta. Ne, ich glaube, die Quadranten, so wie sie damals waren, gibt es gar nicht mehr. Ich gehe mal. Epsilon Betelgeuse Majoris. Schauen wir mal. Mostly harmless. Genau, in dieses Planetensystem können wir fliegen. So, dann 170. Okay. FTL Drive und meine Damen und Herren. Bitte genießen Sie die Aussicht. Wir fliegen das erste Mal mit Überlichtgeschwindigkeit. Ach, wie schön, wie die Sterne vorbeizischen. Würde mich mal interessieren, wie der FTL-Drive bei Starbound funktioniert eigentlich. Gibt's da so irgendwie eine Erklärung dafür? Ist das auch so eine Art Warp-Antrieb, oder? Wäre interessant. Ist eigentlich sowas von nebensächlich und sowas von unnütz, aber wäre interessant zu wissen, tatsächlich. Ich freue mich auch schon, wenn wir unser Schiff mal ausbauen können. Puh, wie das wieder funktionieren mag, keine Ahnung. Naja, gut. Auf jeden Fall machen wir die Tür zu. Beamen wir mal runter. Epsilon Betelgeuse Majoris 7. Wir beamen zum Außenposten. Unser guter Hans-Peter. Schauen wir mal. Jetzt schaue ich nochmal hier rein, was hier der Sprit so kostet. Der Sprit kostet hier 500 Pixel für 20 Stück, Alter. Die kosten 100 Pixel das Stück. Bandagen, Soda. Aha. Da kommt der Preis immer erst, wenn ich draufklicke. Auch okay. So. Ruckel, ruckel. Wir sind wieder am Außenposten. Ist das derselbe Außenposten? Ja, das ist derselbe Außenposten. Kommt der einfach hier runter gehüppelt? Man glaubt's ja nicht. Der Apex Scientist. Apex Scientist. I grew weary of watching my Apex Brothers being tormented at the hands of Miniknock. So er left. Miniknock. Aha. Der also. Der alte Übeltäter. Ja, und was soll ich sagen dazu? Ich kann ihm gar keinen Diamanten geben, wenn ich keinen Diamanten mit habe. Das ist jetzt peinlich. Dann gehen wir halt wieder. Wir kommen, wir setzen uns hin, hören uns an, was er zu sagen hat. Und dann gehen wir wieder. So, wieder zum Gate. Beamen wir hier rauf. Ich glaube, in diesem System mache ich mir tatsächlich meinen Heimatplaneten, weil Betelgeuse ist halt Betelgeuse. Wer den Film Betelgeuse nicht kennt, schäm dich. Schäm dich, schäm dich, schäm dich. Ich glaube, der Film ist sogar älter als ich, aber den kenne ich. Und das ist... die Szene mit dem Bananaboot-Song. Alter, was habe ich gelacht. Und da lache ich jedes Mal wieder. Okay, zusammenreißen, das gehört hier nicht hin. Auf jeden Fall... Hey... Ach so, ja, das ist ja Schande. So,
Einen können wir gerade noch so entbehren. Meine Stimme bricht gerade. Toll. Mini-Stimmbruch hier. Finde ich aber auch cool, dass man mehrere Tags gleichzeitig benutzen kann. Dass es endlich mal geht hier. Aber dass der so viel Energie kostet, dieser Energy Dash. Hey. So, Hallöchen. Ich akzeptiere, das ist ein fairer Tausch. Hat sonst noch jemand hier irgendwie irgendeine... Kann ich damit? Ich kann damit nichts machen. Schade. Kann ich mit dir was machen? Scratch a few more backs around the outpost and I just might scratch yours. Der Pinguin hat eine Quest für uns. Be prepared. Hey buddy, I heard what you did at the Arceus facility and I have a situation that might be right up your alley. Notorious pirate Redwing owes me money. He's off attacking a peaceful village at the moment. If you get some titanium armor to protect yourself, I'll give you the coordinates. It'll be worth your while. Okay, Redwing the Penguin, der erste alte Boss. Das gefällt mir, sag mal. Hör mal, nicht sag mal. Ich muss aufhören mit diesen... Darf ich bitte ein Zuckerl haben? So. Meat Chunks. Ah, das sind die Dinger, die man auf Fleischplaneten erfinden kann. Geil. Das ist geil. So. So, eigentlich haben wir hier sonst nichts mehr zu tun. Wir haben die Quest angenommen. Ja, die Quest mit der komischen... Mit dieser komischen Jacke. Ich will... Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Was die mir da gibt. Machen, tun, was auf jeden Fall. Warte. Ist egal. Beetlejuice. So, wir schlafen mal eine Runde und healen. In der Zwischenzeit. Den Timer habe ich gestartet. Schon wieder 7 Minuten in dieser Folge. Alter Schwede. 7 Minuten und nichts gemacht. Eigentlich wollte ich noch Kohle holen heute. Kohle und Holz. Müssen wir auf den Forest-Planeten fliegen. The Forest. The Forest. Das gefällt mir. Ist auch richtig geil. Ich meine, ich mag den Curry generell, also. Aber The Forest ist legendär. Ich hoffe, das kommt bald. Herr Currywurst, falls du aus unerfindlichen Gründen dieses Video sehen solltest, was ist mit The Forest? Oder falls irgendjemand dieses Video hier sehen sollte, der weiß, worum es geht, fragt ihn mal. Geht ihm auf die Nerven. Nein, nervt ihn nicht. So, ich gehe mal auf den Kleinen. Oder? Ja, ich gehe mal auf den Kleinen. So. Nein, nervt ihn nicht zu viel. Zu viel nerven ist auch schlecht, weil dann ist er wieder unter Druck und unter Druck kann er keinen Text schreiben, sagt er. Ich meine, er kann generell keinen Text schreiben, sagt er, aber muss. Muss ja, sagt er. Ah, die Dinger brauchen wir auch wieder. Demnächst mal. Was ist denn das überhaupt? Moondust. Echt damit. Kommen die Flares wieder rauf. Die brauche ich zwar auch nicht unbedingt, aber... Ja, falls mal wo dunkel ist, dann... Ach ja, die Tech-Card haben wir ja auch. Dann lösen wir die Tech-Card mal ganz geschwind ein. Dann nehmen wir die hier. Unlock Tech. Select Tech. Select Tech. Wie geht das jetzt? Moment. Ja, das ist toll. F. 25 Energie pro Sekunde. F. Aha, okay. Und das schützt mich vor allem Schaden, oder? Reflects the ground. Aha, nein, nur vor Fallschaden. Na, da hoffentlich denke ich daran. So, wir gehen hinunter, meine Freunde. Wir gehen hinunter. Epsilon Beetlejuice Majoris. Und wir finden natürlich genau das, was wir brauchen. Äh,
Leute. Ich kann hier nichts abbauen. Ah! Aha! Aha! Das Spiel hing darum. Alter Schwede. Haben das Spiel für Probleme? Will mich das Vogelvieh angreifen? Was eine geile Fledermaus, Alter. Ich höre die Musik auch nicht mehr. Die Musik ist so leise, ich höre sie nicht mehr. Also schon noch, aber... Nur ganz, ganz leise im Hintergrund. Ich muss flüstern, damit ihr die Musik auch hören könnt. Aber es ist unmöglich, dass ihr die Musik auch hört. Jetzt wird's wieder was. Aha. Oh, was ist das für ein geiler Affe? Ich will so einen Affen haben. Soll ich mir so einen Pokéball holen? Bist du gefährlich? Ne, der ist nicht gefährlich. Alter, was ist denn das für ein geiles Vieh? Ist egal, ich ziehe mir hier mal ganz kurz die Kohle raus. Spiel hängt schon wieder. Pass auf, jetzt geht's gleich plopp und die ganze Kohle ist weg. Na, siehste. Komisch. Hoffentlich stößt das Spiel jetzt nicht gleich ab. Das hatte ich nämlich vorhin. Also vorhin. Vor gestern war das. Was? Es ist schon wieder 12:45, alter Schwede. Na toll. Na toll. Hey. Alter. Du bist ja einfach zu besiegen. Nett. Na toll, die Viecher, Alter. Tschüss. Oh, du bist schon stärker, okay. So, wir brauchen Holz. Guten Tag, Herr Baum. Bitte geben Sie mir Ihr Holz. Ist das normaler Regen? Okay, das passt. Das gefällt mir. Normalen Regen nehme ich in Kauf. Giftregen ist da nicht so prickelnd. So, kommen Sie mal ran hier. Alter. Ich hasse... Moment. Wenn ich hier bin, muss ich... dreimal runterscrollen, Alter. Das ist ja... scheiße. So, welches ist? Muss ich schon von der Ferne ausschalten? Irgendwie uncool. Ich bereue es immer noch, dass ich die Fernkämpferklasse genommen habe. Oh, guten Tag, Herr Pilz. Guten Tag, guten Tag. So. Einen wunderschönen guten Tag. Ach du Scheiße. Das war ein starker Pilz. Ich meine, die sind generell ziemlich stark, die Pilze, aber... Na gut. Haha! Und wieder einmal obsiegt das Gute. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich tatsächlich das Gute bin. Von meiner Aufmachung her ja eher nicht so. Du bist bestimmt gefährlich. Ja, du bist gefährlich. Wie attackierst du? Aha, kommst auf mich zu und willst mich schlagen. Na gut. Aha, hier haben wir wieder ein Zuckerfeld. Das ist auch schön. Alter, die hauen richtig rein. So, was haben wir? Alter! Geil! Aber passt leider nicht zu unserem Outfit. Shroombed können wir schon, glaube ich. Ja. Kiste nehme ich trotzdem mit. Haha, erwischt.
Also ich habe ein Aim. Ich glaube, ich habe hier ein Aimboot installiert. Ein Aimboot. Guten Tag. Hum. Fiesel the Mushroom Habito. Natürlich. Mache ich doch. 10 Mushrooms. Danke für die Kiste. Irgendwie kommt mir dieser Planet verdächtig bekannt vor. Aus irgendeinem Grund. Fungus Protector. Ein Pilzschild. Das ist nett. Danke. Oder sehen die Shroom Dörfer alle gleich aus? Kann das auch sein? Was haben wir da? Mushroom Block. Aha. Das ist auch toll. Ich bin so glücklich, dass ich... Moment. Ich habe meine... ich habe meine Waffe noch nicht... Hallo? Meine Pixel! Moment, ich muss mal da klarkommen. Das ist schlimm hier. Da unten sind nur Pilze. Hier ist diese beschissenen Tore. So. Habe ich es euch gezeigt. So. Ach du Scheiße. Komm mal weg. So, aber jetzt. Guten Tag, der Herr, guten Tag. Das macht dann bitte 5000 Pixel. Sie hatten nämlich Ungeziefer im Haus. Ja, dann halt nicht. Nächstes Mal lasse ich es drin. So. Muss ich wieder healen. Das ist toll. Hatte der eine Kiste im Haus? Ne. War das. Du hast ein Monster auf dem Dach. So. Aha. Erledigt. Ach so, ja, ich brauche Holz. Ich brauche Holz. La 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 la. Ich sollte nicht singen. So, meine Damen und Herren. Wir fällen einen Baum nach dem anderen. Wie der gute Gronkh immer sagt, für die Umwelt. Entweder für die Umwelt oder fürs Team, ich weiß es nicht. Irgendeinen Grund wird es schon haben. Was ist denn da drin? Gar nichts. Toll. Einfach nur der Grube, wo man reinfallen kann. Toll. Gefällt mir. Hätte ich auch gerne. So. Haben wir die Tomatenpflanze auch einfach mal umgehackt. Gibt's heute Hacktomate. Ach, schön. Ich habe einen Bug entdeckt. Scheiß Bugs. So. Ich widme mich mal wieder der Rodung. Scheiß Wald braucht sowieso keiner. Macht nur unnötig Laubmüll. Wobei, diese Bäume hier haben kein Laub. Die haben ja eher so Gespülste. Die gehören sowieso weg. Die Bäume hier sind krank. Ich bin hier der Förster. Ich muss hier aufpassen, dass die kranken Bäume die anderen Bäume nicht anstecken. Darum mache ich das hier. Deswegen und aus keinem anderen Grund. So, meine Damen und Herren. Irgendwie kenne ich das woher. Hatten wir schon mal, glaube ich. Ich habe übrigens vor, dass wir auch 10.000 Unrefined Wood jetzt sammeln. Also der ganze Planet muss kahl werden. Das wäre auch mal interessant, wenn mal ein Forest-Planet komplett leer gefarmt werden würde. Alter. Schlechte. Oh, ich habe noch einen Bug entdeckt. Scheiße. Da. Und noch ein Bug. Scheiß Bugs in diesen scheiß Indie-Spielen immer. Mann. Danke.
schön sind sie hier. Da ist noch ein Bug. Alter. Ja. Laufen Sie bitte gegen die Wand. Dankeschön. Tja. Titanium sollen wir finden. Ich muss dann... Dann müssen wir wieder in den Untergrund gehen, aber das machen wir nicht auf dem Forest-Planeten. Oder machen wir das auf dem Forest-Planeten? Ich weiß es nicht. Ist auch ein schönes Viech, das darum fliegt. Generell, wie alle Viecher ziemlich einfallsreich sind hier in Starbound. Also die Entwickler haben sich schon was einfallen lassen, das stimmt schon. So. So. Bevor sie mich angreift, greife ich sie an. Wie viel von diesem Unrefined Wood haben wir denn jetzt schon? 770, das dürfte mal reichen fürs Erste. Damit dürften wir gerade mal so unseren Bedarf decken können. So, tschüss. Lässt nichts fallen, die Sau. Da leckt's wieder. Komisch. Scheiß Bugs. Also jetzt tatsächlich Spielbugs. Ich meine, so ein wirklicher Bug ist ja das nicht, aber... Naja, wisst ihr ja. Es leckt halt. Na klar, mach einen Energy Dash. Einfach so. Weil du halt leckst. Ich glaube, den Energy Dash werde ich sowieso fast nie einsetzen. Oh, ein Camp. Ist aber schön hier, ne? So. Gehen wir mal schlafen. Es ist ja schließlich Nacht. Es ist ja schließlich dunkel. Und solange es Nacht und dunkel ist und wir hier drin liegen und schlafen, moderiere ich mal den Endscreen. So, liebe Leute, ich halte den Endscreen relativ kurz, weil von links kommen ja zwei Monster und bevor uns die hier entdecken und zusammenschlagen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir dann in den Untergrund, schauen, ob es Titanium gibt. Hier wird es gerade wieder hell und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!